ein schlechter Film ist einfach ein Film, der mich langweilt und wenn ich im Kino sitze, das Bedürfnis habe, rauszugehen. Kurzerhand. Wenn ich merke, dass mich da jetzt jemand belehren möchte, dass mir jemand ganz was Bestimmtes zeigen möchte, wenn ich merke, dass jemand das Kino neu erfinden möchte, dann nervt mich das und interessiert mich nicht. Also ich bin, glaube ich, zweimal aus einem Kino vorzeitig rausgegangen. Das war beide Male das Augarten-Kino. Das eine war Nouvelle Vague von Godard. Ich war damals noch cineastisch unterwegs, habe mir alles angeschaut und ich dachte, Godard, Alain Delon, wunderbar. Und genau 20 Minuten habe ich es ausgehalten. Und der zweite Film war auch im Augarten-Kino, ein Almodóvar. Und da bin ich dann rausgegangen, so aus einer Kombination aus dringend aufs Klo gehen müssen und eigentlich nicht auszuhalten. Es hat vor einiger Zeit den Film gegeben, La Grande Bellezza. Und ich dachte, ja, okay, machen wir uns einen schönen Abend, gehen wir ins Kino. 5 Sterne, kleine Zeitung, großartig. Hymnische Kritiken, bin reingegangen. So nach einer Viertelstunde habe ich mir gedacht, aha, jetzt könnte es eigentlich irgendwie anheben. Und dem war nicht so. Und ich habe wirklich nur mehr darauf gewartet, dass jetzt der Abspann kommt und dann endlich Einstellung, Hubschrauberperspektive, weites Feld, es geht immer weiter und ich habe schon gewusst, jetzt kommen unten die Buchstaben. Schnitt, Film geht weiter. Und das ist ungefähr noch 5 oder 6 Mal so gegangen. Tja, der Film hat nicht aufgehört. Irgendwann natürlich dann doch. Ja, und gerade bei dem Film La Grande Bellezza finde ich es für mich so eigenartig, dass der Regisseur, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dem Publikum mitteilen möchte, dass das Ganze um die Kunst herum so oft so ein riesiges Bla-Bla-Bla ist. Kommt auch im Film des Öfteren vor. Und setzt halt dem gegenüber immer die große Schönheit. Immer schöne Bilder, dagegen sage ich ja nichts. Das stimmt auch. Aber der Film ist für mich einfach ein großes Bla-Bla-Bla. Und da beißt sich meines Erachtens die Katze in den Schwanz. Und zu meiner großen Verblüffung hat der Film dann den, glaube ich, Goldenen Bären und, ich glaube, sogar den Auslands-Oscar gewonnen. Völlig unverständlich. Also, Katastrophe für mich. Ein guter Film ist schlicht und einfach ein Film, der mir eine gute Geschichte erzählt. Eine gute Geschichte gut erzählt. So, auf den einfachen Nenner kann ich es bringen. Wurscht, ob ich mich dabei jetzt abhaue, weil der Humor so gut ist, ob ich jetzt dabei zu Tränen gerührt bin, ob ich dabei schockiert bin. Wurscht, die Geschichte muss einfach gut erzählt sein. Das ist für mich das Wichtigste. Der muss mich einfach reinziehen, sagen wir so. Und generell mag ich keine Filme, die Überlänge haben. Wenn es geht, muss die Geschichte noch dazu gut in 90 Minuten erzählt sein. Ende der 80er Jahre ist dann mal groß angekündigt worden. Genialer Film Brazil von Terry Gilliam. Und ein Freund von mir wollte unbedingt, dass wir uns den Film anschauen. Ich war damals noch in der Schule in Wien. Und haben wir gesagt, na, das interessiert mich nicht. Monty Python habe ich damals nicht so mögen. Und haben wir gedacht, so irgendeine Latino-Sache interessiert mich nicht. Und war ein paar Jahre später in Graz. Sonntagabend und unser Tag saß mit einem Freund und dachte, okay, jetzt gehen wir ins Kino, ist nichts, okay, Brasil, schauen wir uns an. Und ich habe mir den Film angeschaut und bin vollkommen erschlagen, im positiven Sinne, rausgegangen, weil der Film hat mich einmal dermaßen fasziniert, weil so einfach alles drin war. Also nicht nur die Geschichte war gut, es waren auch die Bilder gut, es waren die Darsteller gut. Der Film hat Überlänge. Aber
ich bin da einfach drin gesessen und diese Überlänge war nicht zu spüren. Das ist mir noch ganz selten passiert. Es hat einen Film einmal gegeben, Die Verurteilten mit Morgan Freeman, der jetzt nicht so für mich der großartige Film schlechthin ist, aber da habe ich, der hat auch Überlänge und da habe ich einfach quasi die Zeit übersehen, da war es mir egal. Ja, dieser Film hat Überlänge, aber Brasil zum Beispiel, Brasil verzeihe ich die Überlänge. Ich habe aber gewusst, den Film möchte ich mir, wenn, dann immer nur im Kino anschauen und ich habe ihn dann 2 oder 3 Jahre später noch einmal im Kino angeschaut. War wieder ein Erlebnis. Warum nur im Kino? Es ist einfach, die Bilder sind so gewaltig. Meine, natürlich, ein Filmkader ist immer gleich groß, aber die Bilder sind einfach so angelegt, dass sie groß sein müssen. Mich hat er bei Brasil so fasziniert, dass der Terry Gilliam damals einen Science Fiction versucht hat, mit Gegenwartsbildern zu zeigen, und das ist ihm absolut gelungen. Also, die Dinge sind einfach groß. Also, dann noch so die Schlussszene im Kopf, so im Atommeiler drinnen, beziehungsweise dann, ich glaube, das ist relativ am Anfang mit einer Baustelle von irgendwelchen Satellitenstädten in Paris. Der Film braucht, glaube ich, wirklich die Leinwand, um voll zu wirken. Bild mir's ein. Ich habe ihn jetzt original verpackt auf DVD zu Hause liegen, schon seit Jahren. Und haben jetzt so ein kleines improvisiertes Heimkino gebastelt und ich warte nur auf den Moment, wo es wirklich passt. Ich möchte mir den Film dann nochmal anschauen, so quasi fast 20 Jahre später. Ich bin mir sicher, dass das immer noch funktioniert. Ja, ich bekenne mich auch ganz offen dazu, dass ich sehr gerne gut gemachte Herzschmerzfilme anschaue. Da gibt es für mich einen Film, der schlagt alles. Das ist die große Liebe meines Lebens. Mit Cary Grant und, ich glaube, Deborah Kerr. Wird auch oft zitiert in anderen Filmen, zum Beispiel Schlaflos in Seattle kommt es vor. Es gibt auch das Remake mit Warren Beatty und Annette Bening. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die stimmt für mich von hinten bis vorne. Es ist Humor drinnen, es sind fantastische Dialoge drinnen, es ist ein fantastischer Schluss drin, das ist einfach viel gut. Und das ist zum Beispiel vom Drehbuch her für mich ein absolut guter Film. Und dazu bekenne ich mich. Prinzipiell gehören meines Erachtens natürlich die Leute belohnt, die gute Filme machen. Das ist heutzutage natürlich schon mannigfaltig besetzt mit Oscars und Bären und was und was noch gibt, Gazellen, Maulwürfe, dass man dann vielleicht auch die Leute unter Anführungszeichen bestraft, die das Publikum für dumm verkaufen. Das kann man durchaus in einen gewissen Rahmen setzen. Ich weiß, es gibt die Goldene Himbeere, das ist allerdings der Kritikerpreis. Dass man da jetzt einen Publikumspreis schafft, ist offensichtlich eine Lücke und da gibt es eine ganze Menge von Produkten, die ich da ganz gern reinhauen möchte. Und deswegen gefällt es mir.